René ist heute im Zentrum Berlins unterwegs zu seinem neuen Kunden. Der ist DJ und braucht Hilfe von den Wendes. Hallo. Hallo. Sehr schön. Wende von den Wendes. Na, ich bin der Florian. Nicht so förmlich, oder? So, dann bin ich der René, das passt genau. Das freut mich. Naja, ist eine WG, wa? Ja, ist eine WG. Zeig mal, eine WG ist immer spannend. Oh ja, wir haben gestern ein bisschen gefeiert. Das könnte ein bisschen. Oh, warum war ich nicht eingeladen? Okay, wir können ja mal gucken. Hier ist der Gemeinschaftsraum. Cool. Ach, ist noch ein bisschen weihnachtlich, ja? Ja, wir haben hier alle vier Jahreszeiten geschmückt. Da müssen wir nie irgendwie neu dekorieren und es passt immer. Ja, warum auch aufräumen? Also ihr habt gefeiert, das ist klar. Wir hatten zwei Geburtstage gerade in der WG. Und, das, ja. Aber wenn er vielleicht die Flaschen mal wegbringt, dann habt ihr wieder Geld doch, eine WG-Kasse. Ja, das macht die Putzfrau. Flo hat insgesamt 5 Mitbewohner. Partys stehen auf der Tagesordnung. Ja, ich hatte ja nie das Vergnügen, in der WG zu wohnen. Nicht? Nee, oh, nee. Das ist an mir vorbeigegangen. Da ist dir was in Gang, auf jeden Fall. Ja. Aber kannst du jetzt noch machen? Ja, jetzt genau. Die einzige WG, die ich kenne, ist WG Wende. WG Wende. Genau. So, hier, da ist mein Schlafbereich. Und cool. hier möchte ich halt auch so meine Musikecke haben. Na, hast du auch hier ein schöner DJ-Pult? Ja, das ist. Ja, ein bisschen machen wir ein paar LED-Stripes ran und dann sieht das gut aus. Ist auch, ich denke mal, nicht so instabil. Flo legt in angesagten Berliner Clubs auf und braucht zu Hause einen Platz, an dem er seine neuesten Sets ordentlich abmischen kann. Dann lass mich mal hier rum. Naja, da müssen wir was finden jetzt. Ja, du bist kreativer Künstler, ich bin Grobhandwerker. Da müssen wir uns die Mitte finden. Und die werden? Weil ich so im Kopf habe, weil ich ja nur schon auf Konzerten war, weiß ich, einzelne Musikbands, meinst du es ja mehr so Hardrock, so Rammstein, Metallica. Andrea Berg, ne? Andrea Berg auch mal sehr schön genommen. Ja. Kennst du diese Rodi-Kisten? Ja. Die ja, so ja. Mit an der Seite mit Metall beschlagen sind, so ein bisschen noch für Männer halt. So was. Ja, so halt ist meine Vorstellung. So also, was bauen wir aus so ein bisschen Holz, richtig massiven Holz, da bauen wir uns eine Kiste. Flo's Zimmer ist nur 12 Quadratmeter groß. Das neue DJ-Pult soll also platzsparend sein und trotzdem funktional. Knifflig für René, aber nicht unlösbar. Da haben wir hier die obere Kiste, sozusagen. Die innere, wie bei der Madroschka ist innen drin, dass die sozusagen wenn hoch und runter fährt. Wenn es unten ist, ist es geschlossen? Ja, und unten ist es geschlossen und wenn es oben ist, dann fährt es so auf. Dann hast du hier. Auf der unteren Ebene steht dein Mischer drauf. Ja. Das Möbelstück wird eine komplette Eigenkreation. Bei Material und Farbe haben die Männer freie Hand. Ich sehe gerade, das ist alles ziemlich weiß. Ne? Wird sich doch eher so ein dunkles Holz. Ja, dann nehmen wir ein dunkles Holz. Ja, so als dass es ein bisschen unterschiedlich aussieht. Ja, ein bisschen sich absetzt, würde ich auch sagen. Gut, alles klar. Dann ab zum Fachmarkt, würde ich sagen. Wa? Die Maße stehen fest. Jetzt geht's darum, woraus die Kiste gebaut wird und wie. Die Auswahl ist groß. Das nehmen wir nicht. Das ist mir eh viel zu hell. Das ja. Nee, da will ich brauche ein bisschen was, wo mein Dreck nicht sieht, weil ich putze ja nicht so viel. Ja, genau. Und du bist Musiker, du bist DJ, du bist eine ordentliche Kiste. Ich hab dir gedacht, so richtig so wie auf den Konzerten, wie du siehst, wenn die über die Bühne schieben, so eine Roadie-Kisten, wo so Henkel an der Seite dran sind. Weißt du, so aus Metall. Boah, ich vertraue dir da. Du vertraust mir. Guck mal, hier. Das sieht doch ein bisschen urisch aus. Das ist ein bisschen kräftig. Also die Stärke ist okay. Das ist ein bisschen rauer auch. Wie du schon sagst, da sieht man den Dreck nicht so drauf. Ja. Das ist, also ich finde das gut. Das ist, wie gesagt, das soll eine stabile Kiste sein. Wir wollen ja Kiko vielleicht da ein paar Rollen runter machen, dass du hin und her schieben kannst. Das darf nicht so schwingen. Müssen wir uns das dann selbst zuschneiden bei mir in meinem kleinen Zimmer? Oder? Nein, das schneidet uns hier der Tobias alle zu, weil die haben hier eine ganz andere Säge. Die haben hier eine viel größere Säge hier. Jetzt kommt es auf Renés Plan an. Hey, hallo, René. Mensch, ja? Wie geht's dir? Alles gut. Bei dir auch alles schön? Ach, man schlägt sich so durch, ne? Man muss ja. Läuft alles. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Beim Motorradfahren kannst du ja zur Zeit nehmen. Knie ist ja immer noch kaputt, wa? Ach, Knie geht. Das Motorrad ist mal.
Naja. Streu nicht immer Salz in die Wunde. Das ist unser zukünftiger DJ hier aus Berlin und mein Kunde. Hallo. Der Tau van Dyk demnächst ablöst. Echt? Ja, will er machen. Ja, hat er vor. Nee, von dem wollen wir richtig was Cooles bauen. So ein DJ-Pult. Wo, so als Rodi-Kiste soll die aussehen. Ja? Da wollen wir so einzelne Bretter, so ein paar Arbeitsplatten, haben wir uns auch schon mal rausgesucht. Die müsstest du uns zuschneiden. Kannst du damit was anfangen? Kriegst du das hin? Sieht ganz gut aus, Akazie geölt. Schöne Platte. Ja, hatten wir uns gedacht. Das ist ein richtiges Holz für Männer. Ja, Männerholz, massiv. Jawohl. Der macht ja auch Männermusik und nicht so. Also. Was, und das in den Maßen hier? Genau, das sind die Maße. Klar, kriegen wir hin. Fehlen noch die Anbauteile, um das DJ-Pult auch wie eine Rodi-Kiste aussehen zu lassen. Griffe. Guck mal, Griffe. Das ist doch für so eine Kiste was richtig ja, massives, ne? Wir sind eine Rodi-Kiste, wir haben aber hier in Silber, wa, würde ich sagen, was? Edelstahl oder Alpha Zink? Oder wie will man? Ich würde hier auch die hinten. Ja, gut. Weiter alles jetzt. Klar, dann gehen wir weiter zu den Rädern, würde ich sagen, ne? Guck mal. Kannst du am Rad drehen? Hier können wir am Rad drehen, genau. Ja. Guck mal, du musst doch was halten, ne? Ja, muss schon ein bisschen. Und wenn da ein bisschen Masse in Bewegung ist, dann muss das auch gebremst sein. Ja. Guck mal hier, 70 Kilo pro Rad. Na, das hält es doch. Das vier Räder drunter. Kannst du bremsen? Falls mal bergab geht, ne? Falls halt genau, weil es bei dir in der Wohnung nicht ganz genau gerade ist alles. Fehlen noch Griffe und Profile aus Aluminium, die später die Kanten des Pults verblenden sollen. Die Platten werden jetzt mit den Schienen verbunden, oder wie? Nein, die Platten werden natürlich richtig verschraubt und verleimt. Und mit dieser Schiene, was optisch gut aussieht, werden wir gleich noch die Schrauben verdecken. Mhm. Das ist also nicht nur für die Optik, ist auch praktisch. Dann brauchen wir nicht für die Schrauben einzeln abdecken, sondern machen wir mit dieser Schiene, werden die Schrauben abgedeckt und sieht gut aus. Genau. Also ich finde es jedenfalls so. Okay. Und René muss es ja wissen. Stopp, René, warte mal kurz. Wie viel kostest du? Komm, wo hast du die Schübe, Tobi? Hier, komm. Hier haben wir die ganzen Auszüge. Aber sag mal, ich denke, du willst eine Kiste bauen. Wozu brauchst du die ganzen? Ja, wir wollen doch keine einfache Kiste. Das ist doch keine Kartoffelkiste, das ist ein DJ-Pult. Da haben wir noch eine innere Kiste, die dann ausfährt. Da haben wir uns beide überlegt, der Flo und Icke. Und da brauchen wir an der Seite wie so eine Schubladenschübe. Aber schön, die müssen schön flach sein und auch eine gute Lagerung haben, dass das nicht hin und her wackelt. Weißt du? Weil die ja nach senkrecht hochgehen. Hast du da was da? Ja, wie? Ja, wir wollen so 20, 30 cm hochfahren. Mehr wollen wir nicht. Okay, guck mal. Guck mal hier. Die hier. Die sind doch schon mal ausgepackt. Die sind schön flach. Ja, die sind Kugel, gut aus. Richtig schön kugelgelagerter Teilauszug. Die tragen das auch? Die. Ja, die tragen das. Na, aber. Ja, kick doch mal. Ja. Die sind richtig schön massiv. Guck mal, das sieht richtig leicht. Wie schön leicht die sich rausziehen lassen. Aber wie Butter, ne? Genau. Damit ist die Kiste komplett. Fehlt nur noch eine Disco-Kugel, um Flohs 12 Quadratmeter WG-Zimmer in den kleinsten Club Berlins zu verwandeln. Und Tobi, hast du alle Hölzer fertig? Na aber, Mensch. Cool, super, wie immer. Guck mal, ja. Da steht alles. Cool, alles da. Ja. Und ihr habt eure? Disco-Kugel. Die Disco-Kugel. Mensch, schönes Zelt, da könnt ihr richtig Party machen, ne? Ja, das ist doch der Alkohol. Ja. So, aber so richtig vorstellen, muss ich sagen, kann ich es mir immer noch nicht so richtig. Ich auch nicht. Aber meine Vorstellungskräfte. Ich zeige euch mal was. Ich habe da nämlich so eine Spezialsoftware. Oh. Nein, mein Vorher-Nachher-Bild. Guckt mal. So, guck mal. So sieht sein Zimmer jetzt aus, ohne. Mhm. Kenne ich im Urlaub. Ja, warst schon mal da, ja? Ja. So. Ah. Und so sollte dein DJ-Pult mal aussehen, wenn es fertig ist. Cool. Oder? Mhm. Super. Ich glaube, René kennt sich ganz gut aus. Er hat einen guten Eindruck gemacht hier beim Einkaufen. Es ist ziemlich viel Holz. Ich weiß nicht, wie wir das alles zusammenbringen sollen. Aber ich denke, es wird ganz lustig die nächsten Tage. Ja. Na, der Flo, das ist ein richtig Kreativer, halt so ein Künstler. Und das Projekt ist ja auch ein kreatives Projekt für uns jetzt. Also passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also das wird schon richtig Spaß machen. Und das wird ein geiles Projekt werden. Also wird richtig gut aussehen später. Bis zum nächsten Mal, wa? Wir sehen uns. Hat mich gefreut. Tschüss. Mich auch, ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Wie gesagt, die Einladung schicke ich dann raus, wenn es fertig ist. Du nimmst den Wagen für die Mädchen, ne? Ja. Und den Männerwagen. Ja. Genau. Insgesamt 2 Tage soll der Bau des DJ-Pults dauern. Doch das klappt nur, wenn Flo mit anpackt.
Zuerst müssen die Materialien in die 8. Etage. René und Flo beginnen inzwischen mit dem Bau des DJ-Pults. Das ist jetzt wirklich die Innenkiste. Das wird jetzt die Innenkiste, genau, die nach außen rausfährt nachher. Wo dein, Mixer, wollte ich schon sagen, in deinem Mischer drauf steht. Ja. Und dein Laptop. Okay. Hier zum Beispiel steht der Mischer dann drauf, auf dem Teil. Auf dem? Ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Und hier okay, oben haben wir noch mal die obere, wo dann dein Laptop draufsteht, was wir dann nach hinten verschieben können. Die 3 cm starken Akazienholzplatten müssen vor dem Schrauben vorgebohrt werden, damit die Schrauben nicht abscheren. Darf ich jetzt auch mal eine Schraube versenken? Willst du auch mal eine Schraube versenken? Na klar. Meinst du, das kriegst du hin? Ich bin ja lernfähig. Als DJ. Genau. Guck mal, ich hab dir da schon mal, vorbereitet. Noch nicht ganz durchziehen, ja? Das ist erstmal nur zum Heften. Genau, reicht erstmal. Kick mal. Kannst du meinen Job auch so gut wie ich deinen? Bevor die Holzplatten für die innere Kiste endgültig zusammengeschraubt werden, bohren die Männer alle Verbindungen vor und prüfen, ob die Teile auch passen. Bohrer gerade halten und du musst nicht drücken, der muss von alleine fast trainieren. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. Zieh raus. Du brauchst noch. Nimm dir eine Schraube. Lach nicht. Ich lach doch gar nicht. Ja, so ungefähr mache ich das auch als DJ. Alle Elemente passen. Die endgültigen Holz-auf-Holz-Verbindungen werden von René extra verleimt. Ja, wozu muss man es dann kleben, wenn man es verstaubt? Das ist immer noch zur Sicherheit. Immer noch besser. Doppelt hält besser, genau. Die innere Kiste ist fast fertig. Fehlen nur noch die Schübe an den Seiten. Da kündigt sich Besuch an. Ich glaube jetzt, wer kommt? Also wenn es nicht zu deiner WG gehört, ist es das Böse selbst. Schildet entspanntet Kalimera. Oh, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Ja, freu ich mich ja. Was ist denn hier los? Na Kiste, DJ-Kiste, DJ-Pult. Hier fährt er ja nicht hoch, nicht runter, nicht ja, sind wir, beim Fahren sind wir ja gerade dabei. Das bauen wir ja gerade zusammen. Hey, 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 kaum warst du eine Woche komm, schon, haben sie zwei Bretter. Komm mal her, Flo, du wolltest da der Schrauber sein, wa? Immer? Ja, genau. Dann schraub mal hier. Jetzt werde ich aber nervös, wenn der Chef da ist. Ja, ich, naja. Ich guck ja nicht hin. Wenn ja, ich mal, ja, muss der Ansatz ist schon scheiße. Das ist schon wenn ich musste einfach bloß zittern, dann geht er auch ein bisschen zur Seite, ja. Weißt du? Dann hat er nämlich eh Angst. Das ist von Vorteil, wenn du den rechts rumdreht, ne? In Florians WG können die Männer inzwischen die Seitenwände der äußeren Kiste mit den Schüben verbinden. Wir haben da jetzt hier den Boden drin unten, den untersten Boden. Und den gleichen habe ich ja hier nochmal stehen. Ja. Ne? Weil wir wollen ja hier noch die Stabilität drin gehen. Und jetzt würden uns natürlich, guckst du hier, schön glatt, würde uns die Schiene stören. Also schneiden wir den Boden praktisch hier so ein bisschen aus und stellen ihn dann darin, weil das stört das nicht weiter. Okay, genau. Verstehe. Habt ihr gezeichnet? Soll ich ausschneiden, mein Meister? Ach, schön wert, ja. Klar, klingt das mal aus, die vier Dinger? Mhm. Kannst du ruhig ein bisschen großzügiger? Ja? Ja, damit wir ein bisschen Spiel haben. Mhm. Weil spielt jetzt keine Rolle, da passiert nichts. Ich will schon mal, nicht mehr. Ja? Dass es nicht so unter Spannung ist. Genau. Können wir beide unterdessen was tun? Ja, sitzt man nicht nur rum. Ja, wir könnten den unteren Boden ansetzen, wenn du möchtest. Gerne. Kriegen wir den anderen Boden dann noch rein? Ja, kriegen wir noch rein. Wie? Na, indem wir den hier reinschieben und dann hinterschieben. Drauf schieben. Also eine reine Schiebung. Ist alles nur Schiebung hier bei uns. Und wieder kommen 6 cm lange Holzschrauben zum Einsatz. Ja, so, jetzt kippen. Zu dir, aber bitte vorsichtig. Ganz ja? Vorsichtig. Weil die Sache kriegt jetzt. Wie mein Baby hier. Ganz genau. Ganz genau. Nee, du musst aber nicht einschlafen. Ein bisschen schneller darf schon gehen. Okay. Und die Finger wäre hilfreich rauszunehmen. René präpariert inzwischen den mittleren Boden und sägt eine Öffnung für den Motor aus, der später die innere Kiste anhebt. Boden ist dran. Boden ist dran. Ah, hervorragend. Und da ist der andere Boden. Gut.
Ist fast dann, so glatt wie deine Fleischmütze hier, ne? Ja, wa? Guck mal. Fleischbadekappe. Fleischfarbene Badekappe. Leg mal hier oben rauf. Wir haben bestimmt irgendwo ein bisschen Sandpapier und einen Schleifkloben. Na klar, ein Salzpapier. Denkst du, wo du bist hier, auf welchem Bau? Ich hab da mal was vorbereitet. Welches möchtest du denn? Guck mal. Ja, einfacher wäre, wenn wir die Rückseite nehmen, ne? 120er ist mir zu fein. Was ist denn der Unterschied zwischen den 80er, 60er, 100er, 20er Promillezahlen oder was? Bei dem steht 180 drauf, bei dem anderen 60. Das ist der Unterschied. Das ist hier zum Beispiel 80er. Desto kleiner die Zahl wird, desto gröber wird das Papier. Und desto höher die Zahl wird, so wie hier 120er, desto feiner wird das Papier. Also die Schleifkörnung. Alle gesägten Kanten bekommen nun den rechten Schliff. Dann mache ich mich vom Acker. Gut, alles klar. Jetzt schon. Jo. Wollt okay. Schaffen? Hat sich gefreut. Lass den mal gehen. Naja, kommt wieder, oder? Wenn irgendwas ist, ruft an. Ja, ja. Oder auch nicht. Wieso soll er wiederkommen? Oh. Zur Party. Ich lass mich sehen, zur Party bin ich wieder hier und dann geht aber hier ab, der Bär. Nee, dann wollen wir dich ja nicht sehen. Brummbär. Brummbär, Brumm. Alles klar. Ciao. Tschüssi. Also, jetzt müssen wir den Boden einsetzen, den zweiten, ne? Ja. Jetzt haben wir ja den ersten drin. Dann setzen wir uns den zweiten ein. Der mittlere Boden bildet später die Auflage für die innere Kiste, die ausgefahren werden kann. Warte, nicht so weit. Wir sind noch ein Stück zurück. Das ist das hier oben genau. Guck mal. Ah ja. Hier musst du genau stimmen. Und dann machen wir den jetzt genau ran. So. Wie machen wir den fest? Mit Schrauben. Auch verleimt wird es nicht? Nee, den brauchen wir nicht verleimen. Weil wenn wir jetzt hier Leim zwischenmachen, dann würde alles verschmieren. Dann nehmen wir das Brett jetzt hier und gucken mal, ob das kriegt mal. Saugend. Ah. Hey. Passt genau zwischen. Passt genau zwischen. Und hier wird nachher der Motor befestigt. Gib mir den mal rüber, dann kriegt ihr das an Zeit. Diesem Brett wird der Motor befestigt, deswegen ist dieses Brett dann. Genau, gib mir mal bitte rüber den Motor, dann zeigst du mal. Der Motor öffnet und schließt normalerweise Dachfenster, die per Hand nicht zu erreichen sind, und hebt hier später das DJ-Pult nach oben. Jetzt können wir den anschrauben, den Boden, weil ausgerichtet haben wir schon. Hier hinten ist es jetzt bündig. Warte mal, hier unten ist er noch ein bisschen tief drin. So. Gut. Wo haben wir ist er jetzt außen bei dir bündig? Ja. Ja. Gut. Denn? Die Schrauben kommen wieder wo rein? An der Seite? Ja, von der Seite geschraubt. Drei Stück? Drei. Vier? Vier. Und auch für René und Flo beginnt ein neuer Arbeitstag. Die Rollen sind dran. Jetzt kann das DJ-Pult zum ersten Mal richtig herumstehen. Guck mal. Das machen wir jetzt den ganzen Tag. Immer hin und her. Das Pult soll aussehen wie eine Roadie-Kiste. Da gehören natürlich Griffe dazu. So. Und jetzt kümmern wir uns um deine obere Ablage, wo der Laptop raufkommt. Ne? Die obere Ablage. So soll er ja später mal aussehen. Auch hier werden wieder Schübe montiert, um die Kiste später öffnen und schließen zu können. So, dann setzen wir die hier an. Nicht ganz knirsch, ne? Knirsch. Na, nicht ganz direkt auf der Platte. Damit später die Abdeckung nicht auf dem Holzrahmen der Kiste schleift, lässt René ein bisschen Luft. So kann das Holz auch arbeiten. Jetzt müssen wir die nach hinten schieben, ja. Dass wir hier die Schrauben fest reinziehen können und dabei die Platte ein bisschen anheben, weil sonst würde die ja immer hier drauf schleifen, ne? Als Abstandshalter dient René eine Scheibe vom Trennschleifer. So bleiben die Abstände überall gleich. Jetzt haben wir die vier Punkte dran. Mhm. Jetzt können wir schon mal gucken, ob es geht. Cool. Geil. Oder? Ja. Flutscht. Bunte LED-Stripes an der Unterseite des Pults bringen viel Effekt bei wenig Aufwand. Einfach mit den Spangen befestigen, Stecker rein, fertig. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal eingebaut, aber ich finde es immer wieder gut. Jetzt kann ich die Farben verändern, wie ich will? Wie du willst, ja. Alle Farben. Die Blende nehmen wir jetzt. Die Blende-Wende? Die Blende. Blende-Wende, genau. Die Wende-Blende? Die Wende-Blende.
Passt. Fertig. So, gib mal bitte die Schiene. Guck mal, die kommt jetzt hier ran. Das ist mit unserem Maß die Schiene. Wie machen wir die Schiene fest eigentlich? Die wird nachher mit Montagekleber festgemacht. Die ist ja bloß da, um die Schrauben, die wir hier drin machen, zu verdecken und dass wir diesen Roadie-Effekt haben. Die Vorderseite des Pults wird nun mit zwei Holzplatten verkleidet. Das Aluminiumprofil schließt die Lücke und wertet die Front optisch auf. Ja, sag mal, habt denn ihr einen Furz im Kopf? Die teure Säge liegt ja vollkommen unbeobachtet draußen rum. Schreit förmlich und klaut mich. Wir haben die ganze Zeit beobachtet. Ja. Ja. Deswegen ist er hier noch nicht fertig, oder was? Hey, wir sind bei... Was. Ja. Auf der anderen Seite. Ja. Doppelt verarscht. Schön. ich hab hier auch was. Die Rechnung, nicht verarscht. Ja. Ja, bleib, warte, ich kann nicht gratis. Soll ich küssen? Nein, da unten, die 7 und die 4 Nullen, das ist... Ja. Ja. Kommst du genau richtig? Wir machen erst die Schienen ran und dann kannst du elektrisch. Ich komme nicht richtig, ich bin gleich wieder weg. Ich habe ja die Faxen dicke hier. Ich sehe, wie mein Werkzeug missachtet wird und dem Diebstahl freigegeben, preisgegeben. Die seitlichen Aluminiumprofile klebt René mit Montagekleber an. Sie rahmen die Akazienholzkiste ein. Das lässt sich schieben? Ja. Ganz leicht? Ja, klar. Nee? Nee? Siehst du die Finger da weg? Oh. Hey, Kegmann. Schön. Guck mal. Ich bin überwältigt. Fehlt nur noch der Anschluss des Motors. Ganz klar Bernds Aufgabe. So, meine Damen, wie sieht's denn aus bei euch da oben? Fertig. Moment. Ja, Anne. Ja, ich bin auch fertig. Gut, funktioniert. Direkt dran. Ich habe ehrlich, heißt ja noch mal, dass es funktioniert. Und funktioniert. Wenn er den Schalter anfasst, stehen dann die Haare zu Berge oder? Na, ich werde mich mal als Opferlampen darbieten, ja? Okay. Und Simsala. Hey. Bim. Ja, genau. Hey. Was sagst du nun? Nun sagst du nichts, ne? Beim ersten Versuch. Cool. Wahnsinn. Naja, so schwierig war es ja nicht. Und jetzt? Raus damit. Funktioniert. Während Florian sein Equipment ins nagelneue DJ-Pult einräumt, kümmern René und Bernd sich um die richtige Partyatmosphäre. Die Disco-Kugel hängt. Musik ab. Ist nicht dein Ernst. Ja, hier. Unser Gogo-Dancer. Genau. Hey, Jungs. Ja, also ich bin den Jungs wirklich dankbar. Wir hatten zwei Tage richtig viel Spaß und es ist ein Einzelstück. Es ist für mich gebaut. Die haben sich echt Mühe gegeben und ja, ich nehme sie mal mit und bringe sie mal in meine Welt, ins Nachtleben. Kunde, Flo zufrieden, ich zufrieden. Ist ein geiles Stück, was wir hier gebaut haben. Geile Lichteffekte. Der fährt hoch und runter. Kann man nach hinten wegschieben, nach vorne wegschieben. Ist einfach nur geil. Ich hoffe, er hat jetzt viel Spaß dabei. Kann noch bessere Musik machen, als er schon macht. Wir sind ja nur keine Möbeltischler. Das ist ja auch nicht unser täglich Brot. Und dafür, finde ich, hat er hier eine sensationelle Kiste hingestellt. Mit der Hydraulik, mit dem Rinn rausschieben. Sich das alles so auszudenken und umzusetzen, ist nicht ganz so einfach. Ich weiß, wovon ich spreche. Hat er prima gemacht. Dann ja, Funktionstest. Genau, jetzt pack mal ein, jetzt bist du fertig. Drei Männer, zwei Tage, 600 Euro und jede Menge Kreativität waren nötig, um aus einem wackeligen Provisorium ein schickes, einmaliges DJ-Pult aus Akazienholz zu bauen. Das Ergebnis spricht für sich.